Hallo Guys, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part, Tales of Phantasia. Im letzten Part wurde Amber in Stein verwandelt, deswegen kommt Brambert, der Babbo der Elfen, mal mit und kommt mit zu dieser komischen Elfen, die Leute in Stein verwandelt. Die ist sehr vertrauenswürdig und will unseren Bogen reparieren dafür. Das ist schön für uns. Und vor allem für Chester, dem bringt das sehr viel. In dieser Zeit wurde er noch nicht mal geboren. Immer das Gleiche. Ja, die sind ein bisschen tot, ne? XD. Gehen wir. Willst du die Leute nicht irgendwie aus ihren Zauber befreien oder so? Kannst du das nicht als krasser Elfen-Babbo? Ich meine ja nur, Leute wieder von Stein wieder zu erwecken, das wäre eine gute Sache, glaube ich. Hi. Arcia. Es ist kalt draußen. Warum kommst du nicht herein? Ja, es ist richtig kalt, Alter. Ich möchte mit ihr allein sprechen. Könnt ihr uns ein wenig Zeit geben? Klar, könnt ihr bitte irgendwie Amber retten? Das wäre gut. Nein, okay. Kann man auch mal lassen. Scheiße, wo sind wir nur hineingestolpert? Ja, sorry, Amber, ne? Obwohl wir im Haus sind, ist es plötzlich sehr kalt. Ja. Armes Mädchen, es ist so kalt. Meint. Die lassen sich wirklich Zeit. Ich hoffe nur, Amber wird wieder zurückverwandelt. Es tut mir leid, Klausi Mausi. Es ist meine Schuld, ich wollte den Bogen repariert haben. Nun, mal immer mit der Ruhe. Der Bogen ist wirklich wichtig für dich, nicht wahr? Fick diesen Bogen, Junge. Mach dir keine Sorge, ich bin sicher, sie wird ihn reparieren. Sie ist sehr vertrauenswürdig. Dann ist er wieder so gut wie neu. Du musst das verstehen. Ich kann so etwas Unverantwortliches nicht tun. Ich kann mein Volk nicht im Stich lassen. Bist du sicher? Aber... ich liebe dich so sehr. Was, ja? Nein, das kann einfach nicht sein. So trage ich dich. Wenn du nicht bei mir bleibst, werde ich sie nicht wieder zurückverwandeln. Du blöde Fotze. Nani! Ihr habt es versprochen. Bitte, bitte zurückverwandeln. Ich muss gar nichts, ihr Bitches. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich bin derjenige. Es ist meine Schuld, dass es so weit gekommen ist. Ich habe dich dazu gebracht. Und ich kann nicht länger zulassen, dass Unschuldige leiden. Verwandle stattdessen mich in eine Statue. Als Statue werden sie mich nicht zurück in den Wald bringen können. Du hast dich verändert. Du warst nicht immer so. Heute bist du schon zufrieden, wenn ich eine Statue bin. Hab ich recht? Nun, ich bin soweit. Verwandle mich in Stein, wenn es das ist, was du dir wünschst. Lord Brambert! Es gibt keinen Grund für euch, so weit zu gehen. Nein. Wenn ich mein Leben für sie geben kann. Cress. Sie ist eine Halbelfe. Und die Liebe meines Lebens. Aber warum? Cress. Halbelfen ist es verboten, den Emirwald zu betreten. Ja, das habe ich gemerkt, Klausi. Die Elfen isolieren sich, halten dabei als Volk fest zusammen und sind Rassisten. Als Herr der Elfen habe ich keine Möglichkeit, mit ihr zusammen zu sein. Ich bin derjenige, der euch... Gerade dann kannst du noch einfach sagen, ey, vielleicht sind Halbelfen gar nicht so scheiße. Lassen wir die rein. Und das ist doch alles chillig. Und auch sie. Das ist alles meine Schuld. Halt die Schnauze, Brambert. Wenn ich dich an meiner Seite haben will, habe ich keine andere Wahl, oder? Ja, Rip Brambert, ne?
Nani? Ha? Was ist passiert? Miss Amber! Bleib zurück. Bitte lasst mich. Bitte lasst mich allein. Grim! Also gut, lass uns wiederkommen. Wenn sie sich ein wenig beruhigt hat. Es ist so frustrierend, aber im Moment können wir gar nichts tun. Ich hoffe, ihr erinnert eure Meinung noch. Beeilen wir uns, Leute. Ich will sie nicht mehr sehen. Ja, lass mal gehen, ne? Tschüss. Ja. Sind ein bisschen unangenehm, ne? Nach einer lassen wir nun doch den Bogen zurück. Nun, wenigstens geht es Amber wieder gut. Lass uns von hier verschwinden. Ja, dann lass mal gehen, ne? Scheißort. Wir wurden nur abgezogen. Es war ein Fehler, hier hinzugehen. Wie auch immer, suchen wir diesen epischen Turm, oder? Ich weiß leider nicht mehr 100%, wo der war. Aber ich schätze, wir werden einfach ein bisschen durch die Weltkarte pimmeln. Werden wir sicherlich fündig sein. Geil, währenddessen können wir diese kleinen Monsterlines hier vernichten. Das ist kein Problem. Ich schätze, ich werde mal ein heiliges Licht reinwerfen. Das wäre gut. So, Items. Heiliges Licht, Alter. Zack. Dann wollen wir mal. Wo zum Arsch war das denn? Was da oben vielleicht? Ich würde mich gerne erstmal hier umgucken, bevor ich weiterreise. Ne, hier ist nix. Wie unangenehm. Rising Phoenix. Und die sind sowas von tot. Bye. Okay, schön, dass wir das geklärt haben. Hier oben war auch kein Turm, ne? Nope. Wo war dieser Turm nur? Na, 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 na. Okay, hier nicht. Ich glaube, ich muss mit dem Schiff fahren. Segeln, was auch immer, ihr wisst schon. Das Schiff verwenden. Ja. Hi. Guten Tag, Geister. Was laufst du für eine Scheiße? Vielleicht gibt's hier einen in Oliveo. Ist da der Ort? Junge, jetzt. Du bist der Captain. Ja, wir wollen nach Freiland. Ja, okay, Alter. Ja, ich will nach Freiland jetzt, Junge. Setz die Segel, alter Seebär. Köstlich. Okay, gucken wir weiter. Na, 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 dot, dot. Okay, hier ist kein Ausgang. Scheiße, wir gehen da lang. War hier wohl irgendwo das, was ich suche? Ich bin mir nicht sicher. Ja, good job. Lightning Tiger Blade. Undine. Alter, Undine ist so cool. Auch lange nicht mehr gesehen. Schlitz, Schlitz. Sie hatten nie eine Chance. Ja, und das war's dann. Ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, hier einen Trank des Lebens zu nutzen. Mal gucken, wie viel EP wir davon jetzt bekommen. Es geht, ne? Es geht. Meines ist bald Level 30, das ist schon mal ganz okay. Naja, was auch immer. Okay, hier ist kein Turm. Ich glaube, ich weiß, wo ein Turm war. Ich glaube, wenn wir jetzt hier weitergehen und dann nach Norden und dann wieder auf Grasland kommen, dann war da irgendwo ein Turm, glaube ich. Da gucken wir uns mal um. Das ist bestimmt kein Problem. Harpyon, wow, meine Lieblings-Pokémon. Rising Phoenix. Und tschüss. So viel dazu. Ich frage mich, wie das mit dem Leveln funktioniert.
ob jeder besiegte Gegner mit der Art gut ist oder ob jede Verwendung einfach zu dieser Prozent dazu beiträgt. Ich glaube, jede Verwendung, aber I don't know. I'm not so sure. Okay, ich glaube, hier irgendwo war so ein Turm. Oder doch hier, hey! Nice, Alter. Turm des Sternzeichens! Ba-bam! Ba-bam! Ba-ba-bam! Bam! Ba-bam! Kein menschliches Wesen lässt seine Stimme erklingen. Eine schwermütige Melodie erhebt sich. So steht es hier. Okay, Alter. Ba-bam! Oh, das ist bestimmt ein krasser Dungeon, Alter. Leichnam. Wow, das ist ein bisschen makaber eventuell. Ich sag's ja nur. Rising Phoenix! Machen wir diese scheiß Leichen fertig, Jungs und Mädels. Nun, die haben jetzt da definitiv nicht so wenig EP. HP. Gar nicht schlecht. Die Leichname, Junge. Richtig krass, ey. Die geben bestimmt viel EP, Alter. Ja, okay. Haben wir jetzt mehr erhofft. Scheiße, Macht der Rune wollte ich noch kaufen, habe ich vergessen. Na egal, jetzt haben wir wenigstens eins. Eins Macht der Rune, Digga. Wurde zu Langschwert. Was für eine Enttäuschung, ey. Okay, gucken wir mal hier rein. Das ist ein Schalter aktivieren. Ja klar, wer würde es nicht tun? Oh oh. Badadin. Musik ist ja schön. Oh, okay. Never mind. Rising Phoenix. Sie zaubern, ne? Die auf den Scheiße. Schlitz sie weg, mein Schatz. Schlitz, Schlitz. Und noch nice Eruption. Und das war's dann wahrscheinlich mit den Jungs hier. Dun, dun, bye. Eine weitere Macht der Rune. Okay. Wir haben einen weiteren Versuch mit einem guten Schwert. Komm schon. Macht der Rune. Fragezeichen Schwert. Langschwert. Was für eine Enttäuschung. Okay, wir gucken mal weiter. Was denn hier so? Schade aktivieren. Ja, klar. Nochmal aktivieren. Ja, klar. Okay. Das ist auch wieder, dass die normale Musik spielt. I see. I see. Oh mein Gott. Brigand und Magier. Hier sind ja Leute. Menschen. Wieso sind hier Menschen? Wieso bringen wir Menschen um? Ich meine, okay. Aber fuck. Das ist ein bisschen unangenehm. Wo kommt ihr denn auf einmal her, Jungs und Mädels? Ja, einfach irgendwelche Abenteurer, die hier sind. Und die bringen wir jetzt einfach um, weil darum. Glaive! Und Schlitz! Bye! Schön, wie das keinen Unterschied gemacht hat, ob das Monster oder Menschen sind. Hm, wie unangenehm. Naja. Okay, hier können wir die Musik ändern. Das ist gut zu wissen. Mal sehen, was da links ist. Mehr Menschen zum Umbringen. Cool. Ja, tötet ruhig meine Leute, ne? Ich töte so lange eure Magier da. Rising Phoenix. Okay, never mind. Da war ein Sword Train. Schlitz. Ja, die kriegen ein bisschen auf den Sack, ne? Ich sag's ja nur. Klausi, nein! Demonic Sword Rain! Nice! Good job, Mind. Good job. Oh mein Gott. Die Animation ist super. Dun, 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 dun. Rising Phoenix. Und tschüss. Gar nicht so schwach, die Gegner hier. Gar nicht so schwach. Macht aber Spaß, gegen sie zu kämpfen. Ein weiteres Fragezeichen-Schwert. Ich wundere mich. Wird das wieder ein Langschwert sein? Eventuell. Bam, 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 bam.
So, was haben wir hier? Oh, ist ein Schalter. Oh, ist das schön und romantisch, Alter. Na, 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 na. Tongolem, okay, Alter. Ja, fickt euch. Oh, oh. Nein, er kann Tractor Beam. Oh, shit. Das ist unangenehm. Oh, fuck. Lightning Tiger Blade. Und kriegst du auch auf den Sack. Egg Strike. Alter. Gar nicht so scheiße. Easy, Leute. Easy. Ich habe das Gefühl, hier werden echt harte Kämpfer auf uns zukommen. Ja gut, ich schätze, ich drück das mal. Yeah, yeah. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich bin hart am Dancen. Ich schätze, mit denen können wir nicht interagieren, oder? Oh, oh. Never mind. Ein einzelner Wizard. Den haben wir auf die Schnauze. Was soll er schon tun? Wieso kämpfst du gegen uns? Magier, was haben wir dir getan? Vielleicht sind das ja Daos, Leute, aber keine Ahnung, ey. Na, 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 na. Wie schön. 70 Erfahrungspunkte für einen Magier. Das ist doch toll. Okay, ich schätze, ich gehe weiter. Und guck mal, ob sich die komische Tür öffnet. Weil irgendwie bei jedem Lied, was hier so rumhängt, gab es jetzt nicht so viel menschlichen Gesang. Ich sag's ja nur, ich sag's ja nur. Alter, Aegis Strike ist einfach krass. Gnome! Nimm dies und jedes und das auch noch. Da war ein Sword Train. Bitch. Wow, dem geht's einfach richtig gut. Undine. Ich glaube, wir wehren in die falsche Richtung ab. Ah, das ist schon okay. Ja, sowas kann passieren. Oh mein Gott, die sind einfach beide vernichtet worden. Okay. Undine ist einfach zu krass. Dun, 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 dun. Okay, wir schimpfen für uns. So, dann wollen wir mal sehen. Nope. Kein menschliches Wesen lässt deine Stimme erklingen. Eine schwermütige Melodie erhebt sich. Eine schwermütige Melodie erhebt sich, Junge. Okay. Verstehe nicht so genau, was die damit meinen. Spoiler. Kein Plan von der Scheiße. Aber nix Sword Train. Wir gucken uns das mal gleich an. Ich meine, zur Not kann ich einfach jedes Lied mal spielen, hier wieder zurückkommen und gucken, ob die Tür aufgeht. Das geht auch. Also, es sollte kein Problem für uns sein. Okay, es sind auf jeden Fall irgendwelche komische Menschen. Ich meine, sie kämpfen zusammen mit Monstern, also... ich weiß nicht. Das hier ist nicht Tales of Symphonia 2, wenn ihr versteht, was ich meine. Irgendwas ist dabei nicht ganz koscher. Ich schätze, ich drücke hier nochmal drauf. Er ist ziemlich schwermutig. Ba, 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 da, da. War ich hier eigentlich schon? Oh ja, okay. Ja! So, zack. Wir wollen erstmal den Magier auf die Fresse geben. Das ist wichtig. Undine saved unseren Ass so enorm, ne, in diesem Spiel. Das ist unglaublich. Okay, unangenehm. Aber besser, er schlägt Cress, anstatt dass er zaubert. Sind die eigentlich komplett dumm da links? Eieiei. Rising Phoenix. Ey, Might hat jemanden umgebracht. Habt ihr die Scheiße gesehen? Not bad. Der D ist geschafft. Aua, das hat ein bisschen weh. Never mind, er ist tot. Good job. Der Besenschlag hat ihn umgebracht. Wie sad. Okay, Leute.
Aber ich würde sagen, das ist mir für heute von Tales of Phantasia. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet demnächst auch wieder ein. Haut rein. Ciao.